Hallo, ich habe in meinem letzten Video ganz viele Fragen zu meinem Calendar-Blocking bekommen und ganz viele Videowünsche dafür. Deswegen dachte ich mir, ich starte einfach gleich mal diese Woche und plane gemeinsam mit euch. Ich filme meinen Bildschirm, der ist hier unten, also wenn ich runterschaue, dann wisst ihr Bescheid. Werde euch aber hauptsächlich den Bildschirm einblenden, damit ihr seht, was ich so mache. Und ja, ich würde einfach mal loslegen und dann immer zwischendrin eure Fragen beantworten, die wahrscheinlich kommen werden. Also, bevor wir beginnen, was ist die Definition von Calendar Blocking oder Time Blocking? Ich habe euch das auf Englisch rausgesucht und werde es euch mal ganz kurz vorlesen. Time Blocking is a productivity technique for personal time management, where a period of time, typically a day or week, is divided into smaller segments or blocks for specific tasks or to-dos. It integrates the function of a calendar with that of a to-do list. Genau, und wie mache ich das Ganze? Ich verwende dafür Google Calendar und ich zeige euch jetzt, wie das aussieht bei mir. Hier links seht ihr meine Kalender. Ich habe Ana-Laura Amenta, das ist so mein genereller Kalender, den ich irgendwie keinem anderen zuordnen kann. Dazu komme ich gleich nochmal. Dann habe ich Birthdays, also Geburtstage. Ich bin sehr schlecht mit Geburtstagen und ich muss mir hinters Ohr schreiben, die öfter einzutragen und mir da wirklich auch Reminder zu stellen. Also es ist gut, wenn das in einer anderen Farbe hinterlegt ist. Ihr seht auch die Farben der Kalender, sind die jeweiligen Farben, die dann in dem Kalender rechts zu sehen sind. Dann Content, Ana-Laura Kummer, das ist, was ihr gerade seht, meine Videos, meine Kooperationen mit Marken, irgendwelche Instagram-Posts, die ich einplanen muss. Darauf, auf diesen Kalender hat auch Jasmin, meine Managerin, Zugang. Das heißt, wenn es irgendetwas gibt, was wir planen, eine Kooperation, wie ihr hier in dem Kalender seht, mit I+M zum Beispiel, dann trägt sie das in meinem Kalender ein und dann finde ich alle Informationen dort. Dann habe ich privat. Da sind dann alle Dinge drin, die mich privat irgendwie betreffen. Das heißt zum Beispiel, unsere Wohnung wird gereinigt oder ich habe einen Zahnarzttermin. Reminders und Tasks sind Kalender von Google, die kann man leider nicht abstellen. Aber theoretisch, wenn man Reminder und Tasks verwendet, die Tools, dann werden die da auch abgebildet. Und dann das lilane ist das Slow Label. Das heißt, das ist der Kalender, den ich mit meinem Team teile, wo ich alle Tasks für das Slow Label eintrage oder alle besonderen Tage, wie zum Beispiel heute ist unser Team Tuesday. Kurz was zu den Farben, man kann sie verändern. Ihr könnt da quasi eine Farbe von Google auswählen oder auch eure Custom Color einstellen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe mich jetzt schon so an die Farben gewöhnt, die ich verwendet habe. Aber ich finde, da kann man sich auch nochmal total spielen. Ich habe manche YouTube-Videos gesehen von Leuten, die wirklich so sehr ins Detail gehen, die 12 verschiedene Kalender haben, für alles Mögliche einen anderen Kalender. Finde ich persönlich ein bisschen too much. Ich habe das Gefühl, umso mehr ich meine To-Dos plane, desto weniger mache ich eigentlich. Das heißt, ich versuche das minimalistisch zu gestalten, aber doch möglichst alles zu planen, was zu tun ist, damit ich eben nichts vergesse. Manche Leute planen auch nicht gerne die privaten Dinge ein, also so Dinge wie Duschen oder Frühstück oder Morgenroutine. Ich persönlich fühle mich sehr gestresst, wenn ich aufwache und nicht weiß, was jetzt ansteht und bis wann ich fertig sein muss. Das heißt, ich plane wirklich sehr gerne auch Spaziergänge mit Ellie und so weiter, weil wenn ich in einem Workflow bin, dann fühle ich mich viel besser aufgehoben, wenn ich weiß, was ich noch machen muss und auch die privaten Dinge, die noch anstehen, damit ich eben nicht mir Sorgen mache, dass ich irgendwas verpasse oder so oder vergesse, was oft passiert, wenn man so in einem Workflow ist. Genau, und das führt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Der Grund, weshalb ich persönlich Kalender blocke, nicht nur, damit ich nichts verpasse, sondern auch, damit ich wirklich in einen Flow-State kommen kann. Das heißt, ein Flow-State, don't quote me on that, ich werde euch vielleicht eine Definition einblenden, aber das ist quasi einfach, wenn du einen Task dir vornimmst für mehrere Stunden und nichts anderes zu der Zeit machst, dann kannst du wirklich dich so richtig rein versetzen und vertiefen. Und ich habe das Gefühl, da bin ich in einem Flow. Also das heißt, es fließt so richtig. Ich komme in einen Rhythmus und ich bin so richtig fokussiert. Und das ist das, was man halt damit erreichen möchte. Eine interessante Strategie, wenn es ums Calendar-Blocking geht, ist, den Tagen ein Thema zu geben. Das heißt, zum Beispiel zu sagen, montags mache ich keine Meetings, Dienstag mache ich Meetings, Mittwoch mache ich keine und Donnerstag mache ich wieder welche. Und das ist deswegen interessant, vor allem in Zeiten des Homeoffices, dass man an den Tagen, wo man Meetings hat, presentable ist. Das heißt, in meinem Fall wäre das dann so, wären das Tage, wo ich auch Content produziere oder wo ich eben versuche, all meine Meetings zu machen und Videos zu drehen und so weiter. Und dann gibt es wiederum Tage, wo ich sehr viel am Laptop sitze und einfach nicht presentable ausschaue. Und ich persönlich mache das noch nicht, erwäge es aber in Zukunft, das einzuführen, weil ich es eigentlich ganz spannend finde. Ich weiß nicht, wie sich das dann in euren Alltag übersetzen lässt, also ob ihr auch
einen Job habt, wo ihr viele Meetings habt oder nicht. Aber das wäre zum Beispiel etwas, was man machen kann, dass man sagt, hey, wenn ich ein Meeting einplane, dann versuche ich das wirklich zu stacken, also wirklich an einem Tag viele Meetings zu machen, damit ich an anderen Tagen produktiv und ungestört arbeiten kann und mich nicht herrichten muss. Okay, ich plane einfach mal meine Woche mit euch und dann gebe ich euch noch ein paar weitere Tipps und beantworte Fragen. Genau, also gestern hatte ich mein E-Commerce-Fotoshooting. Ich habe das auch in den Kalender mit Jasmin eingetragen, dass ich hier schwer erreichbar bin, weil das Shooting wirklich von früh bis spät war, 8 bis 18 Uhr mit Anreise, mit Vorbereitung, Nachbereitung, alles Mögliche. War dann schon sehr viel. Ich hatte gestern auch, das trage ich mir auch ein, damit ich einfach weiß, was diese Woche so war. Ich finde das gut, im Nachhinein dann nochmal nachzuschauen. Ich habe dann gestern auch wirklich noch einige Stunden lang Fotos ausgewählt von einem anderen Shooting und E-Mails beantwortet. Ich trage das eigentlich immer als Anna-Laura Mentor ein, weil ich nicht möchte, dass mein Team dann ihren Kalender auch voll hat mit meinen Calendar-Blocking-Sachen. Also die Slow-Label-Sachen sind wirklich nur die wichtigsten. Genau, dann heute filme ich jetzt hoffentlich nur eine halbe Stunde lang das Calendar-Blocking-Video. Das ich übrigens auch einschieben werde. Das heißt, ich habe am Sonntag das Capsule Wardrobe Video geplant. Das werde ich verschieben, weil der Videowunsch so groß war. Ihr habt es wirklich in meinem letzten Video so oft erwähnt, dass ihr euch das Video wünscht. Deswegen dachte ich mir, ich mache das einfach mal schnell. Genau, ich schreibe mir hier das Video dann als Tages-To-Do rein. Manche Leute haben auch eine andere Farbe für Deadlines, also wann etwas wirklich abgeliefert werden muss. Macht bei mir aber keinen Sinn, das heißt, ich schreibe das lieber einfach da oben rein. Genau, dann muss ich vor dem Teamcall eigentlich den Teamcall vorbereiten, also wobei ich muss auch noch eine Abgabe schicken, also vielleicht mache ich eher das. Vorbereitet habe ich mich schon ein bisschen, das heißt, hier schreibe ich rein, dass ich für eine Kooperation die Freigabe schicken muss. Sieht dann auch zum Beispiel meine Managerin Jasmin, wann ich das machen werde. Dann habe ich den Team-Call und dann um 11 Uhr habe ich einen weiteren Call. Dazu kann ich euch nicht wirklich was erzählen. Das ist immer so schwierig beim Calendar-Blocken, dass man nicht irgendwie, also wenn ich jetzt dieses Video filme, dass ich euch nicht irgendwie etwas, das noch nicht publik gemacht werden darf, zeige. Ich schreibe einfach mal, wie er heißt mit Vornamen. Und worum es geht, werde ich euch nicht sagen. Genau, Call mit Simon, dann habe ich einen Call mit meiner Managerin, einen Call mit meiner Mama. Das wird absolut stressig. Und deswegen blocke ich auch jetzt die nächsten Stunden nicht, weil ich weiß, dass manche Dinge werden sich verschieben vielleicht und um 14 Uhr werde ich hungrig sein und wahrscheinlich Mittagessen. Dann habe ich um 14.30 Uhr noch einen Call und nach dem Call werde ich entweder eine Pause brauchen oder endlich mal dringende E-Mails beantworten müssen, weil ich mag das gar nicht, wenn ich an einem Tag nicht zum E-Mails beantworten komme. Das trage ich mir normalerweise immer fix von 9 bis 10 ein. Das heißt, ich werde mal hier diesen Tag offen lassen und der Rest wird wirklich nur so To-Dos abarbeiten und so weiter sein. Genau. Heute habe ich auch noch ein Posting, das ansteht. Das muss ich auch noch posten. Vielleicht trage ich mir das dann... Ich mache das vielleicht gegen Ende meines Calls mit Jasmin, weil das sowieso auch sie was angeht, dann mache ich das einfach kurz im Call. Genau, das ist mein Tag heute. Was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, ist meine To-Do-Liste parat zu haben für meine Wochenplanung. Das heißt, am Anfang der Woche, wenn ich meine Woche plane, schaue ich mir wirklich an, was steht in meiner To-Do-Liste. Wir verwenden da im Team Asana. Da habe ich wirklich meine Deadlines drinnen und große Projekte, kleine Projekte, alles Mögliche. Und kann da wirklich schauen, was muss ich noch in meinen Kalender eintragen, vor allem was braucht irgendwie, also nicht so schnelle To-Dos, sondern was sind so To-Dos, die ich lange rauszögere, weil sie länger brauchen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man mit einplanen muss in die Woche natürlich. Genau, dann für morgen trage ich mir mal von 9 bis 10 ein, dass ich E-Mails beantworte. Das ist sehr wichtig. Ich starte meistens meinen Arbeitstag um 9. Ich meine, ich bin schon früher munter und arbeite so ein bisschen am Handy, aber so richtig arbeiten starte ich eigentlich um 9. Dann habe ich zwei Calls mit meinem Team. Meistens ergeben sich immer sehr viele To-Dos, weil etwas gefragt wird von meinen Teammitgliedern, wo ich zum Beispiel noch keine Antwort drauf habe oder so. Das heißt, ich mag das auch total gerne nach so einem Meeting-Block einfach mal eine
einen To-Do-Time-Block einzufügen. Das heißt, ich habe dann eine Stunde Zeit, um To-Dos von diesem Call zu erledigen. Wenn es nichts gibt, beantworte ich einfach E-Mails. Dadurch, dass ich Montag den ganzen Tag dieses Shooting hatte, Dienstag den ganzen Tag Calls hatte, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich unglaublich, ich meine vom Wochenende noch und jetzt, unglaublich viele E-Mails habe. Das heißt, ich werde den restlichen Mittwoch zum E-Mails beantworten verwenden. Das heißt, ich mache mir da wirklich jetzt zumindest mal bis 17 Uhr einen einen E-Mail-Blog rein und versuche den dann nochmal zu unterteilen, wenn ich an diesen E-Mails arbeite. Es gibt etwas, das heißt Parkinson's Law. Das beschreibt, dass wenn wir uns einen ganzen Tag für etwas vornehmen und sagen, okay, am Mittwoch beantworte ich E-Mails, dann brauchen wir auch den ganzen Tag. Und wenn wir uns weniger Zeit für einen Task geben, dann versuchen wir auch unterbewusst, diesen Task in kürzester Zeit zu erledigen. Auch wenn wir wissen, dass das nur eine von uns selbst vorgegebene Timeline ist und dass wir eigentlich eh den ganzen Tag Zeit hätten. Das heißt, was ich hier gemacht habe, E-Mails für einige Stunden reinzuschreiben, ist nicht so schlau, weil dann brauche ich wirklich 4 Stunden und bin wahrscheinlich mit keiner Inbox fertig. Was ich an dem Tag nochmal machen werde, ist, dass ich mir wirklich diesen Zeitblock unterteile. Das heißt, ich habe 3 verschiedene E-Mail-Postfächer und ich werde mir wirklich diesen Block in 3 Blöcke unterteilen, je nachdem, wo ich die Priorität sehe, und werde mir dann wirklich meine Distractions abstellen, alle anderen Apps schließen, mein Handy weglegen, einen Timer einstellen und versuchen in dieser Zeit mit einem Timer, der vor meiner Nase liegt quasi, die E-Mails zu beantworten. Das ist manchmal nämlich unglaublich schwer und ich bin seit Wochen im Verzug mit meinen E-Mails und ich habe das Gefühl, wenn ich mir das so blocke, dann geht es viel leichter. Genau, um 18 Uhr gehe ich meistens mit der Ellie. Ich trage mir das jetzt mal für diese Woche, für jeden Tag ein. Genau, nach 17 Uhr am Mittwoch werde ich sicher noch was zu tun haben. Deswegen lasse ich das jetzt mal offen. Ich kann das immer noch später einfüllen. Das ist auch ein guter Tipp für Calendar-Blocking. Ihr müsst nicht immer alles ausgefüllt haben. Es ist okay, wenn der Puffer drin ist. Ihr werdet es merken, nachdem ihr das ein paar Wochen macht oder ein paar Tage macht. Ihr braucht das. Genau, Donnerstag habe ich ein Posting, das ich posten muss. Das trage ich mir gleich mal für 9 Uhr ein. Genau. Dann muss ich Hundefutter abholen gehen. Das kann ich am Abend machen. Das ist mein Tages-To-Do, was ich oben eingetragen habe. Übrigens, was auch ein schlauer Approach ist zu Calendar-Blocking, ist es, Tages-Highlights zu finden. Also was möchte ich an diesem Tag machen? Was ist so das Wichtigste an dem Tag? Blödes Beispiel, Pick-up-Dog-Food ist nicht das Wichtigste. Aber grundsätzlich kann man sich schon so überlegen, was ist etwas, das ich unbedingt erledigen muss. Zum Beispiel, wir wollen unbedingt diese Woche noch ein Fitting machen und es ist schon Dienstag und ich habe das Fitting-Model noch nicht angeschrieben. Ich muss es unbedingt organisieren, damit wir das hoffentlich über die Bühne kriegen diese Woche. Ich trage mir das zum Beispiel jetzt für Dienstagabend nochmal ein, wenn mir das gerade eingefallen ist. Find Fitting Model. Man könnte das Tageshighlight, das ist jetzt nicht so ein riesen To-Do, es wird nicht lange dauern, aber das ist so das Wichtigste, was ich heute machen muss. Und ich habe aktuell eben noch keine Zeit dafür. Aber man kann sich dieses Tageshighlight auch anders einfärben, dass man das irgendwie schwarz hat oder so. Dass man weiß, mein Tageshighlight heute dauert nicht so lang. Vielleicht ist am Freitag mein Tageshighlight nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher, dieses Video zu bearbeiten. Und das wird vielleicht länger dauern. Das heißt, das Highlight ist immer unterschiedlich lang. Aber es ist wichtig, dass man merkt, okay, von allen Tasks, die alle sehr wichtig sind, ist das so der absolut wichtigste. Und ich fühle mich dann auch besser, wenn ich diesen einen Task erledigt habe. Also wenn ich wirklich weiß, okay, ich muss eigentlich nur das erledigen, um das Wichtigste heute gemacht zu haben. Genau, das trage ich mir gleich mal für Freitag ein. Während wir unsere Reinigungskraft bei uns haben am Freitag, werde ich dieses Video, das ich gerade filme, bearbeiten. Ich habe es mal für 3 Stunden reingeschrieben. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Es ist immer unterschiedlich. So ein Video wie dieses hier dauert im Filmen und im Bearbeiten nicht so lang, aber zum Beispiel ein Video wie ein Vlog, da bearbeite ich das Video teilweise einen ganzen Tag lang, weil es schon etwas komplexer ist. Genau, am Donnerstag werde ich dann noch E-Mails beantworten, wahrscheinlich wieder eine ziemlich lange Zeit. Wie ihr merkt, ist das aktuell so das Wichtigste und das Zeitaufwendigste. Dann ein großer Task, ein Tageshighlight für Donnerstag ist es, wirklich wahrscheinlich
4 Stunden lang die Produktseiten für unsere neuen Produkte von der Slow Label anzulegen. Das wird ziemlich lange dauern wahrscheinlich, vielleicht sogar länger, als was ich mir jetzt reingeschrieben habe. Das Gute an Calendar-Blocking ist auch, dass man irgendwann einmal merkt, okay, so ein Task dauert meistens länger, als wie ich mir das einplane. Das heißt, man kann dann nochmal vielleicht mit Puffer arbeiten oder beim nächsten Mal länger mehr Zeit einplanen. Ich hoffe jetzt mal, dass 4 Stunden reicht. Es sind einige Produkte, dafür muss ich die Seiten anlegen und da muss ich sehr fokussiert sein, da muss ich teilweise Texte schreiben und da darf ich mich wirklich nicht ablenken mit irgendwas anderem. Da ist es auch gut, wenn man davor E-Mails beantwortet hat, weil oft, wenn ihr dann so einen großen Timeblock habt, wo ihr nicht erreichbar sein wollt und wo ihr wirklich gut und schnell arbeiten müsst, ist es gut, wenn man dann schon mal im Hinterkopf hat, okay, ich habe das meiste schon erledigt, was heute ansteht und kann mich jetzt wirklich auf das konzentrieren. Was ich eben oft auch gerne mache, ist, dass ich diese großen Tasks, die nichts mit Erreichbarkeit und E-Mails zu tun haben, eher in den Nachmittag lege, also in den Vormittag, oder eher später in der Woche mache, als früher in der Woche. Das heißt, ich bin meistens Montag, Dienstag, Mittwoch sehr gut erreichbar und versuche wirklich viele Meetings zu haben, und ich versuche die Meetings an diesen Tagen abzuarbeiten und versuche für mein Team erreichbar zu sein, kurze Tasks zu machen, viele E-Mails zu beantworten und bin dann eher so Donnerstag, Freitag in diesem Videobearbeitungsmodus und in diesem große Tasks erledigen Modus. Was ich am Freitag dann noch machen werde, am Nachmittag eher, ist es, den Newsletter vorzubereiten. Wir schicken leider nicht genug Newsletter aus bei der Slow Label. Wenn man sich für unseren Newsletter anmeldet, bekommt man einen Rabatt, was wir sehr selten geben. Also das ist schon ganz schön. Aber ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr an die Leute herantreten und das Slow Label auch irgendwie schön präsentieren und vielleicht einmal in der Woche, einmal alle 2 Wochen einen Newsletter ausschicken. Das heißt, ich bereite ihn davor. Apropos, falls ihr euch das jetzt denkt, ich schreibe auf Deutsch und auf Englisch, je nachdem, wo mein Gehirn gerade ist, und es ist ganz okay. Ich habe jetzt in diesen ganzen Tasks das Mittagessen immer ein bisschen vergessen. Könnte man noch einen Platz dafür machen? Vielleicht wäre das gut. Ich mache da jetzt mal noch irgendwo so einen Mittagessenplatz. Ich ende meinen Tag eigentlich recht gerne mit E-Mails, vor allem wenn ich davor irgendwelche Tasks erledigt habe, wo ich nicht erreichbar bin. Das heißt, Freitagnachmittag und Donnerstagnachmittag kurz vor dem Elli-Spaziergang trage ich noch E-Mails ein. Und das war's mit der Woche. Am Donnerstagabend bin ich noch bei einem Event. Das ist nach dem Gastgeben mit der Elli und nach dem Abendessen wahrscheinlich. Und sonst habe ich diese Woche nichts Besonderes mehr vor. Im Laufe der Woche wird sich noch einiges ändern. Das ist immer so. Ich kann euch gerne dann vielleicht am Ende der Woche einen Screenshot einblenden, wie es dann tatsächlich ausgeschaut hat. Das ist immer so. Man plant die Dinge ein und dann muss man doch was schieben, dann muss man doch was verändern. Dann merkt man, dass man da irgendwie was vergessen hat. Und das ist ganz normal. Deswegen ist es auch gut, den Kalender nicht mit unnötigen Sachen voll zu räumen, nur damit man was drinstehen hat für das Kalenderblocking. Es ist okay, wenn viele Lücken sind oder wenn eben viele E-Mail-Blocks sind, die du dann doch nochmal verkürzt oder so. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es war super spannend, das Video zu filmen, weil ich auch selbst gemerkt habe, woran ich noch arbeiten kann in meinem Kalenderblocking. Es ist auf jeden Fall nicht perfekt und ich habe mir das irgendwie selbst angeeignet. Ich habe da jetzt keinen Kurs besucht oder bin auch keine Expertin darin. Es ist einfach so, wie ich die Dinge angehe und jeder macht es anders. Es ist total okay, wenn ihr das nicht so macht und es ist auch total okay, wenn ihr nicht so viele Meetings und To-Dos habt. Bitte enjoy that. Ihr müsst euch überhaupt nicht mit mir vergleichen und ich habe auch Wochen, die ganz anders aussehen. Ich habe auch Wochen, wo ich gar nicht Kalender blocke. Aber in den meisten Wochen, vor allem wenn ich viel zu tun habe, mache ich das. Ich habe nämlich nächste Woche Geburtstag am 18. Mai und da kommt Scotts Familie zu uns und wir werden uns einige Tage wahrscheinlich wieder frei nehmen und deswegen möchte ich jetzt noch so gut es geht viele Tasks erledigen, sodass ich dann nächste Woche hoffentlich ein bisschen frei nehmen kann und dafür ist eben Calendar Blocking perfekt, wenn man wirklich sehen kann, okay, was sind meine großen Tasks und wie kann ich die möglichst noch diese Woche erledigen. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich kann gerne ein Follow-up-Video machen, wo ich dann nochmal auf diese Fragen eingehe, weil ich habe bestimmt auch was vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!